Mit einem leicht verängstigten begrüße ich euch bei einer weiteren Folge Stray. Wir sind eingesperrt. Wir können auch nicht allzu viel um uns herum sehen. Es ist klar, dass wir schaukeln sollen. Deshalb tun wir das jetzt. Aha. Perfekt. Das war leichter als gedacht. Ja, so leicht können wir uns nicht aus dem Verkehr ziehen. Komm mal. Okay, also wir haben trotzdem ein Problem. Okay, da geht's weiter. Gut. Haben wir doch kein Problem. Moment. Bin ich jetzt wieder zurückgekommen? Moment. Da bin ich gekommen. Na okay, wir müssen wohl hier entlang. Gefängnis. Okay, es geht wohl da hinten weiter. Es sieht eigentlich fast genauso aus wie der Raum, aus dem wir eben gekommen sind. Wir könnten hier runter. Wahrscheinlich macht das Sinn, dass das Teil jetzt... Oder? Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Dass es sich bewegt hat. Jetzt in einem anderen Winkel steckt. Wir gucken mal. Okay. Da unten sind ein paar Fässer, über die wir wahrscheinlich auch drüber können. Bin mir nicht sicher. Da können wir auf den Käfig. Genau, dann können wir auf die Tonnen. Aber wir sind... Oh. Was war das? Was passiert da? Was ist da drin? Okay, wer bist du denn? Auf jeden Fall haben sie den gefangen genommen, so viel steht wohl fest. Ich glaube, wir sollten ihm helfen, wenn es irgendwie geht. Da kommen wir hoch. Unten entlang, ich weiß gar nicht. Ich glaube, unten entlang wäre es eh nicht gegangen. Das sind eh nur Zellentüren. Da können wir weiter. Hier geht's nicht weiter. Okay. Da können wir runter. Wow. Da ist ein Wächter. Das heißt, wir müssen hier höchstwahrscheinlich auch runter. Da ist auch ein Wächter. Doch noch hier entlang.
Oh. Der hat's hinter sich. Ja, ich glaube, wir werden in solch einem Moment wie jetzt da drüben rüber müssen. Aber jetzt lasse ich ihn erstmal nochmal zurück. Obwohl, das geht auch so. Und da wäre auch noch ein Karton. Das ist ziemlich kaputt hier. Eine Richtung, so wie es aussieht. Aber machen können wir hier auch nichts. Dachte ich, könnte vielleicht da drauf. Nee, es macht im Moment keinen Sinn, hier zu sein. Du! Okay, der da hinten sieht mich eh nicht. Okay, ja, müssen wir doch eventuell hier hoch. Also jedenfalls geht... Moment, da oben geht's weiter, denke ich fast. Ja. Okay. Da könnten wir rum. Oder hier. Ist das Clementine? Das ist Clementine. Hat man mir den B12 abgenommen? Sich jetzt erst, habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe kein B12 mehr. Das ist denn für eine Schweinerei? Haben sie den wohl auch gefangen genommen? Ja. Ich kann hier halt nichts machen, ne? Also da soll ich hin. Da zeigt er hin. Okay, da kommen wir durch. Die sind wohl kaputt. Was? Was war das? Hier irgendwas machen? Nicht so aus. Heißen mag. Ich glaube, wir können hier weiter. Ah. Ist das jetzt die Zelle, auf die er gezeigt hat? Ja, da hinten ist er. Dann hat er hier hingezeigt, ja. Da ist ein Schlüssel. Sehr gut. Den sollen wir ihm ja wohl bringen. Beziehungsweise ihr, Clementine. Weil ich jetzt nicht weiß, ob es hier er und sie überhaupt gibt.
Ja, was nu? Wir folgen ihm mal unauffällig. Ja. B12. Ja genau. Helf uns mal B12 zurückzukommen. Ich helfe dir und du hilfst mir. Ja. Ich habe immer zugestimmt. Ihr. Mein Gott. Ja, es. Dann schauen wir mal, wie komme ich durch? Da haben wir ein Problem mit roten Lasern. Kann man aber sicher drüber springen, gehe ich mal von aus. Upsa, fast abgerutscht. So weit, so gut. Dazwischen musste ich ja nicht, ne? Ich meine, nee, ich glaube, da geht's nicht durch. Obwohl, da ist, ja, da müssen wir vielleicht gleich noch zwischen. Mal schauen. Okay, muss ich jetzt... Na, hier drauf nützt mir ja wohl nichts. Ich muss hinter ihn kommen. Aber da ist auch eine Sperre. Müssen wir vermutlich hier rum weiter. Das war knapp. Das war ein ungewollter Doppelsprung. Der hat mich gesehen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut.
Ja. Wieso hat er mich gesehen? Oder war da noch ein anderer? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt muss ich... Okay. Natürlich muss ich das nochmal machen. Bin gerade ein bisschen ruhiger, weil bin angespannt und hochkonzentriert. So in die Ecke setzen hier. Wer hat mich denn eben gesehen und warum? Dürfte es ja nicht sein. Hm. Ist denn, dass ich schon... Da kann ich nicht dahin, ne? Halt nicht. Und halt da nicht einfach rüberspringen oder so. Das heißt, irgendwas muss ich tun. Oder ich muss irgendwo rauf. Aber hier ist ja nichts, wo ich rauf könnte. Irgendwas läuft noch falsch. Was ist denn da? Da ist ein rotes Kabel. Vielleicht sollte ich da mal an das Ende des Kapitäns einen Hebel. Diese sind jetzt in Alarmbereitschaft. Hm, okay, der eine kreist jetzt hier mal rum. Da müssten wir hinter dem her. Schnell nehmen. Okay, wir haben ihn. Jetzt ist die Frage, wo kommen wir wieder raus? Da hinten nicht, weil der eine guckt die... Oder doch, das könnte gehen. Das könnte auf jeden Fall gehen. Müssen wir da hinter ihm her. Die Mitte. Ist hier jetzt noch jemand? Nein. Hier ist niemand. Puh. Zum Glück sind die nicht sonderlich schlau. Aber hier müssen wir wohl durch, oder? Moment.
Ja, wir müssen da hinten wieder den Weg zurück. Mein Gott. Oh. So, was machen, wenn er sich auf den Rückweg begibt da drüben? So. Hier ging's durch. Und da. Da ist unser Kollege. Unsere Kollegin. Clementine. Ah, schön. B12 wieder da. Ja, wunderbar. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem meines Labors gefangen wäre. Ganz allein. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Natürlich bin ich das. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind. Aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Jo, das wird B12 können, wa? Los, geht nicht weiter. Guter Hinweis, wa? Okay. Ja, cool. So, da drüben ist ein Hebel drin. Diese Wächter versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zellen zu locken und sie dort einsperren. Guter Plan. Wie mache ich das? Da ist ein Weg. Wer sitzt denn dahin? Siehst du den Typen da drüben auf dem Boden? Er wurde neu gebootet. Ich will mein Gedächtnis nicht verlieren. Ich habe solche Angst. Ja, Pablo. Haben wir noch was, was wir... Möchtest du eine Batterie? Wir haben endlich die Atombatterie gefunden. Ja. Sie sieht wirklich leistungsstark aus, stimmt's? Das hat er allerdings nicht gesagt, sondern unser B12. So, wir sollen... ihn in die Zellen locken. Hier ist eine Tonne. In diese Tonnen nicht rein, okay. Dieses Genesungszentrum hat mir sehr gut getan. Mein Geist ist klar und rein. Ich bin jetzt ein vorbildlicher Bürger. Altenpfleger. Okay, ein Roboter-Altenpfleger. Also, den Typen muss ich hier rauslocken.
So, und zwar hier ist Tür benutzen, das heißt, der muss hier rein. Sehe ich das richtig? Hier ist auch sonst nichts. Das heißt, wir müssen ihn hier reinloggen. Und dann müssen wir die Tür schließen, wenn er hier ist. Tür benutzen. Hau doch rein. Okay, der steckt drin. Jetzt müssen wir halt hier durch. Ich hoffe, ich hätte nicht drinnen noch was machen müssen. Das wäre schlecht. Wo er da ja jetzt gerade drin. Ah, er macht schon. Der nächste. Mal kurz reingucken. Da hinten ginge es dann. Ah, okay. Verdammt. Das sind ja zwei. Die müssen beide hier rein, oder? Mach die Tür doch zu. Ach, da war das. Okay, weiter. Rüber. Puh. Wie steht denn hier noch rum? Wer bist du? Gut gemacht, dass du den Wächter eingesperrt hast. Wir müssen uns unsere Macht zurückholen. Ja. Ich arbeite daran. Nicht nochmal mit dir reden. Also jedenfalls gibt es nichts Neues. Ich liebe das. Es macht ihm offensichtlich Spaß. Moment, das ist Pablo? Okay. Du bist? Lupine. Ahaha, war, als du da gemacht hast, haha, das war lustig. Bräuchte es aber, glaube ich, auch nochmal einen neuen Sprachchip. Diese Wächter haben es verdient. Ich möchte, dass sie wissen, wie es sich anfühlt, eingesperrt zu sein. Naja, viel Spaß damit. So, Entschuldigung, ich musste mich noch ein bisschen mit den Jungs draußen unterhalten. Und den Mädels. Bleib wachsam, wir sind noch nicht in Sicherheit. Ich versuch's.
Da hinten ist ein Hebel. Da müssten wir wohl hin. Machen wir das doch mal. Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus diesem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum da drüben aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Ein Vorlesen hat irgendwie gerade auch so einen leichten Roboter-Style, finde ich. Nicht besonders flüssig, aber na gut. Da drin ist wieder ein Hebel, schon gesehen. Ansonsten... haben wir, glaube ich, hier nichts Wesentliches. Okay, dann gucken wir mal, dass wir irgendwo da drüben durchkommen. Ich würde aber an sich jetzt hier an der Stelle, ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch dauert, sollte es noch mindestens eine halbe Stunde dauern, dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle und wir machen im nächsten Video weiter. Und wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Sollte das Spiel nicht mehr dauern.